Willkommen zur zweiten Bonuslektion zur elementaren diskreten Mathematik. In diesen Bonusvideos zeige ich Ihnen hin und wieder, wie sich in der Vorlesung behandelte Begriffe, Algorithmen und Verfahren in ausführbarem Code umsetzen lassen. Zur Erinnerung, Sie lernen in den Videos sicher kein effizientes oder elegantes Programmieren. Es geht vielmehr darum zu illustrieren, wie sich eben diese Begriffe und Verfahren aus den Vorlesungsteilen in ausführbarem Code verwenden lassen. Dazu wird in den Videos Python in der Version 3 verwendet und den ausführbaren Code finden Sie in der Moodle-Version dieses Videos zum Teil direkt in die Lektion eingebunden. Auf YouTube, wenn Sie das dort ansehen, gibt es wieder Links. In Moodle ist die Lektion diesmal außerdem etwas anders gestaltet, so als eine Abfolge von Tests. Sie wird aber trotzdem nicht bewertet, ist wieder alles absolut freiwillig. Testform erlaubt mir allerdings die Einbettung von sogenannten Code-Runner-Fragen. Diese Code-Runner-Fragen gestatten es mir, Ihnen kleine Programmieraufgaben zu stellen. Mal als ein Beispiel würde von Ihnen verlangen, eine Funktion zu schreiben, die zu einem numerischen Wert, also Integer oder Float, die Quadratzahl ermittelt. In CodeRunner können Sie nun dieses Programm schreiben und danach auf Prüfen klicken. Für das Programm sind dann immer einige Testfälle hinterlegt, die teilweise auch direkt als Beispiel angezeigt werden. Wenn Ihr Programm korrekt ist, sollte es etwa für die Eingabe 3 den Rückgabewert 9 erzeugen und für die Eingabe minus 1 den Rückgabewert plus 1. Normalerweise werden nicht alle Testfälle angezeigt, damit Sie nicht einfach mit so einer kurzen If-Abfrage da schummeln können. Der Code wird zur Überprüfung dann serverseitig ausgeführt, sodass beliebige äquivalente Lösungen auch als korrekt angezeigt werden. Im Beispiel wäre dies ja etwa neben Return n mal n auch Return n mal 2. Sobald Sie einen Teilabschnitt abgeschlossen haben, können Sie dann auch eine Musterlösung einsehen, beziehungsweise wird normalerweise im nächsten Teilabschnitt des Videos die Lösung dann auch nochmal ausführlich erklärt. Lange Vorrede, lassen Sie uns mit den Mengen beginnen. Wenn wir etwas schleißig behaupten würden, Mengen wären Zusammenstellung von Objekten, so gäbe es in Python drei Typen, die wir benutzen könnten, um diese zu repräsentieren, nämlich Sets, das sind Mengen im eigentlichen Sinn, und außerdem noch Listen und Tupel. Mengen sind ja mathematisch betrachtet eigentlich Zusammenstellung unterscheidbarer, also unterschiedlicher Objekte. In einer Menge kommt ein ganz bestimmtes Element immer nur einmal vor, kann also nicht wiederholt werden. Außerdem spielt bei Mengen bekanntlich die Reihenfolge der enthaltenen Objekte keine Rolle. Diese beiden Eigenschaften, keine Wiederholung und keine Beachtung der Reihenfolge, haben auch Sets in Python. Man kann mit Mengen in Python auch die üblichen Mengenoperationen realisieren. Mengen lassen sich mit anderen Mengen schneiden, vereinigen oder Differenzmengen bestimmen und man kann einzelne Objekte aus einer Menge ausschließen oder neue hinzufügen. Die Elemente der Menge selbst, die einzelnen, die sind aber immutable, das heißt unveränderlich. Sie können Python etwa nicht sagen, in einer Menge von Zahlen ersetze bitte jedes Element durch das Doppelte des Elements. Dazu müssten Sie dann schon eine neue Menge anlegen. Manchmal kann es daher von Vorteil sein, mit Listen zu arbeiten. Listen sind geordnete Zusammenstellungen von veränderbaren Objekten. Das heißt, anders als bei Mengen spielt die Reihenfolge eine Rolle und es dürfen Elemente mehrfach vorkommen und außerdem können einzelne Elemente der Liste auch nachträglich nach dem Erzeugen der Liste noch verändert werden. Davon kann man dann schließlich drittens noch Tupel unterscheiden. Tupel sind geordnete, unveränderliche Zusammenstellungen von unveränderlichen Objekten. Ein einmal erzeugtes Tupel kann also gar nicht verändert werden. Man kann weder Elemente hinzufügen, noch Elemente entfernen, noch die enthaltenen Elemente irgendwie
modifizieren. Das ist also quasi die strenge Version von einer Liste. Tupel werden wir aufgrund dieser geringen Flexibilität auch gar nicht benutzen, sondern nur Mengen und Listen. Erzeugen kann man die jeweiligen Objekte durch die Wahl der korrekten Klammern, also geschweifte Klammern, um eine Menge zu erzeugen, eckige für eine Liste und runde für Tupel, und die einzelnen Elemente innerhalb der Liste werden durch Beistriche getrennt. Sie sehen auch anhand der Beispiele auf der Folie, innerhalb der Menge, Liste oder des Tupels müssen die enthaltenen Objekte nicht zwingend vom selben Typ sein. Hier hätten wir etwa Integer-Werte in den Listen drin, wir hätten aber auch Float-Werte in den Listen drin und wir haben sogar auch Strings in den Listen drin oder in den Mengen und den Tupeln, das ist ganz egal. Mengen, Tupel und Listen haben gegenüber den korrespondierenden mathematischen Objekten vor allem noch den Unterschied, dass praktisch immer nur endlich viele Objekte enthalten sein können. Zu unendlichen Mengen, Listen, Tupeln kommt man gar nicht hin. Zwischen den drei Typen kann man durch die Befehle set, list bzw. tupel dann auch hin und her konvertieren. Bei der Umwandlung einer Liste oder eines Tupels in eine Menge geht dann aber natürlich die Reihenfolge verloren und doppelt enthaltene Elemente würden auch entfernt werden, was manchmal sogar durchaus erwünscht sein kann. Will man für alle Objekte in einer Menge, Liste oder einem Tupel weitere Befehle ausführen, so ist das ganz normal über for in Schleifen möglich. Für Tupel und Listen ist es außerdem möglich, über den Index, beginnend bei 0 für das erste Objekt, die einzelnen Elemente der Liste oder des Tupels direkt zu adressieren. Bei Mengen ist das hingegen nicht möglich, weil diese eben keine Reihenfolge der enthaltenen Elemente kennen und daher auch keine Indizes. Kommen wir nun zu den Operationen mit echten Mengen, also Objekten, die als Set angelegt wurden. In Python gibt es zunächst einmal die drei klassischen Mengenoperationen, Durchschnitt, Vereinigung und Differenzmenge. Für diese Operationen gibt es jeweils eine Langschreibweise und eine Kurzschreibweise. Diese drei Befehle erzeugen jeweils neue Objekte. Also wenn Sie schreiben a.intersection b, dann entsteht ein neues Objekt. Wenn Sie hingegen a durch die Schnittmenge von a und b ersetzen wollten, dann müssten Sie schreiben a ist gleich a.intersection b oder a ist gleich a und b. Mit b kleiner a bzw. b ist Subset a prüfen Sie, ob b eine echte Teilmenge von a ist. Als Rückgabewert erhalten Sie einen boolschen Wert, also true oder false. Bitte beachten, es geht um echte Teilmengen. Auf eine unechte Teilmenge könnten Sie aber ganz leicht mit b kleiner gleich a überprüfen. Der Befehl len a liefert die Länge und das heißt in diesem Fall die Anzahl der Elemente einer Menge zurück, die wir ja auch etwas vornehmer als Kardinalität bezeichnet hatten. Die folgenden Befehle add, remove und discard verändern eine bestehende Menge. a.addx fügt also a das Element x hinzu. Die ursprüngliche Menge ist damit modifiziert worden. Das a ist jetzt das alte a inklusive dem x und das alte a ist dann auch weg. Remove und Discard entfernen ein Element aus einer Menge, wobei Remove x überprüft, ob das Element x überhaupt in der Menge enthalten war und ansonsten einen Fehler zurückgibt. Discard x liefert hingegen keinen Fehler, selbst wenn x gar nicht in a enthalten war. Beide Verhaltensweisen können je nach Problemstellung gewünscht sein. Mit isSubset haben wir nun auch bereits einen Befehl kennengelernt, der einen boolschen Wert, also einen Wahrheitswert, true oder false, zurückgibt. Schauen wir uns noch etwas genauer das Operieren mit Wahrheitswerten in Python an. Für beliebige Datentypen lässt sich über a ist gleich b bzw. a Ausrufezeichen ist gleich b prüfen, ob diese gleich oder verschieden sind. Der Rückgabewert ist dann vom Typ boolean. Das heißt, er ist entweder true oder false. Mit diesen Wahrheitswerten lässt sich nun auch wieder operieren,
beziehungsweise sie lassen sich durch Junktoren miteinander verbinden. Unmittelbar in Python implementiert sind dabei das Nicht-A als Not sowie die Und- bzw. Oder-Aussage über And- bzw. Or. Das war jetzt ein ganz schöner Informationsdump, deswegen wird es Zeit für eine erste kleine Übung. Auf der Folie oben sehen Sie die Definition von 7 Zahlenmengen A bis G und unten dann 7 Printbefehle. Der erste enthält eine Mengenoperation, da kommt also wieder eine Menge raus. Bei den anderen findet jeweils eine Prüfung statt, die als Rückgabewert dann True oder False erzeugt. Aufgabe für Sie: Welche Ausgaben erwarten Sie jeweils in den Zeilen 9 bis 15? Falls Sie jetzt auf YouTube zuschauen, müssen Sie einfach mal kurz auf Pause drücken und selber überlegen. Ansonsten wird Ihnen nicht die Antwort sofort verraten. In Moodle endet das Video hier jetzt und Sie kommen zu einer interaktiven Version dieser Frage, indem Sie unten am Bildschirmrand auf Nächste Seite klicken. Dann kommen Sie auf die Frageseite und dort können Sie die Antwort dann eingeben, die erst auch noch prüfen, wenn Sie möchten, oder direkt auf Versuch beenden klicken und anschließend auf Abgabe. Falls Sie dann wenigstens eine Teilfrage korrekt beantwortet haben, wird automatisch Teil 2 freigeschaltet und Sie gelangen direkt über den Link im allgemeinen Feedback zu diesem zweiten Teil. Willkommen zurück. Schauen wir uns mal ganz kurz live an, welche Ausgaben Python tatsächlich erzeugt und wieso das so ist. Dann schauen wir mal nach. Hier sind wieder unsere 7 Mengen und hier sind unsere 7 Printbefehle. Und jetzt schauen wir mal, was die Ausgabe daraus macht. So, die erste ist hier C und B. Das sollte ja die Schnittmenge der Mengen C und B erzeugen. Muss hier oben nochmal raufscrollen. B ist 1, 4, 9, 16 und C ist 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. C sind also genau die geraden Zahlen unter 20. Und wenn ich die jetzt schneide, dann ist hier nur die 16, die übereinstimmt, und die 4. Jetzt von der Reihenfolge, Sie hätten vielleicht 4,16 erwartet, es kommt 16,4 raus. Ist aber dasselbe, weil geschweifte Klammern Menge und Python sortiert das dann teilweise anders, als man erwartet hätte. Ist aber egal, weil Menge ist ja offiziell nicht sortiert. So, nächster Befehl. C vereinigt mit D ergibt wieder A. Stimmt das? C sind genau die geraden Zahlen kleiner als 20, D sind die ungeraden Zahlen kleiner als 20. Wenn Sie die vereinigen, kommt die Menge aller Zahlen raus, die kleiner gleich 20 ist. Das ist also tatsächlich wahr. So, nächste Frage. A minus C ist kleiner als D. Da nehmen Sie die geraden Zahlen aus allen Zahlen kleiner gleich 20 heraus. Da kommen natürlich genau hier die ungeraden Zahlen raus, weil Sie kleiner gleich gefragt haben. Stimmt das dann? Weil das fragt ja nach einer Teilmenge und da ist der Gleichheitsfall mit drin. Erkennt man ja auch an dem Gleichheitszeichen. So, E kleiner D haben Sie sich vielleicht ins Boxhorn jagen lassen. Wenn man hier hinguckt, A, E hat ja ein Element weniger als D. Ja, das ist aber nicht gemeint. E kleiner d prüft ja, ob E eine Teilmenge von D ist und das haut nicht hin, weil in der Menge E ist die Zahl 2 enthalten, in der Menge D ist die Zahl 2 aber gar nicht enthalten. Also, das stimmt leider nicht. Das hier sind übrigens die Primzahlen und das die ungeraden Zahlen. Das ist also falsch. Richtig wird das dadurch, wenn man ein len dazu gibt. Dann steht ja hier, ist die Kardinalität, also die Anzahl der Primzahlen kleiner gleich 20, die ist tatsächlich kleiner als die Anzahl der ungeraden Zahlen kleiner als 20. Das ist also wieder wahr. Jetzt steht hier, Set von F ist gleich Set von G. F und G sind hier mit eckigen Klammern geschrieben, sind also Listen. Die Listen selbst sind nicht gleich, deswegen ist hier dieses F ist gleich G, liefert False zurück. Aber wenn Sie sagen setf, setg, dann werden da ja aus unsortierte Objekte und dann, die enthalten genau dieselben Elemente, die zugehörigen Mengen sind also gleich, also setf ist gleich setg, muss true zurückliefern. Wir kommen zu unserer ersten
echten Anwendung, nachdem wir in der ersten Lektion die Anzahl der Kombinationen und Permutationen ausgewählter Elemente einer Menge bestimmt haben, soll in dieser Lektion geklärt werden, wie wir eigentlich die Elemente dieser entsprechenden Teilmengen bzw. Teillisten erzeugen können. Nehmen wir also an, wir haben eine Liste, die zum Beispiel die Buchstaben A, B und C enthält, und wir suchen jetzt alle Permutationen von zwei Objekten dieser Liste. Also nicht die Anzahl, sondern wirklich die konkreten Permutationen. Das wären in diesem Fall AB, AC, BA und so weiter. Alle möglichen Anordnungen von zwei Elementen auf zwei Plätze. Das erledigt etwa der folgende Code. Wir definieren eine Funktion permutiere 2, der als Input eben irgendeine Liste übergeben wird. Wir erzeugen dann als Output zunächst eine leere Liste. Das ist ganz praktisch, weil diese dann auch schon passt, falls unsere Liste Input weniger als zwei Elemente hat, dann gibt es ja gar keine zweielementigen Teilmengen. Jetzt lassen wir, weil wir ja zwei Elemente kombinieren wollen, zwei ineinander verschachtelte Vorschleifen laufen. Die erste wählt ein Element X aus Input und die zweite ein weiteres Element Y. Aufpassen, im ersten Durchlauf wird das bei beiden Schleifen dasselbe, nämlich das erste Element der Liste sein, in unserem Fall also zweimal A. Deshalb prüfen wir jetzt mit if, ob im aktuellen Durchlauf der Schleife x und y auch wirklich verschieden sind. Und nur wenn das der Fall ist, liegt eine Permutation von zwei Elementen vor und die schreiben wir dann in die bestehende Liste Output über den Befehl append herein. Nachdem alle Elemente durchlaufen wurden, geben wir dann die entstandene Liste Output als Ergebnis zurück. Ob das auch wirklich funktioniert, schauen wir etwas später nach. Vorher schauen wir uns noch die Kombinationen von zwei Elementen an. Zur Erinnerung, bei Kombinationen ist anders als bei Permutationen die Reihenfolge nicht wichtig. Die Lösungen AB und BA gelten also als nicht voneinander verschieden und die drei Lösungen, die hier stehen, AB, AC und BC, wären damit für eine dreielementige Menge tatsächlich schon alle Kombinationen von zwei Elementen. Der Code für unsere Funktion kombiniere 2 nutzt nun denselben Trick, den wir schon beim Abzählen der Möglichkeiten verwendet haben. Wir ermitteln als Output zunächst einfach alle Permutationen von zwei Elementen der Liste Input. Eben gerade mit der Funktion, die wir auf der vorigen Folie definiert haben. Und jetzt lassen wir wieder eine verschachtelte Vorschleife laufen, die zwei Elemente aus Output miteinander vergleicht. Diese Elemente sind jetzt dann selbst Listen von zwei Elementen, zum Beispiel AB und BA. Bei den beiden Elementen wird nun geprüft, ob das Element von X mit Index 0 mit dem Element von Y mit Index 1 übereinstimmt und umgekehrt, ob das Element von X mit Index 1 mit dem Element von Y mit Index 0 übereinstimmt. Oder einfacher gesagt, wir überprüfen, ob das erste Element der einen Liste mit dem zweiten der anderen übereinstimmt und umgekehrt. Das würde nun etwa bei AB und BA ja genau zutreffen. Die zweite Liste, also BA, würden wir dann mit Output.remove Y einfach entfernen, weil diese ja ohnehin zu AB gleichwertig wäre. Und das passiert hier eben für alle gleichwertigen Elemente. Und schließlich lassen wir dann die Liste, aus der die doppelten Einträge entfernt worden sind, dann einfach wieder mit Return zurückgeben. Schauen wir auch mal live nach, ob das für die Permutationen und Kombinationen auch wirklich so abbrennt, wie wir uns das gedacht haben. Dann schauen wir uns das mal live an. Wir haben hier unsere Permutiere-2-Funktion, wir haben hier unsere Kombiniere-2-Funktionen, was ich vorhin vergessen habe zu sagen, Permutationen, Kombinationen ohne Wiederholungen sind das jeweils. So, okay, dann schauen wir mal, ob der das liefert, was wir haben wollten. Bei den Kombinationen gibt es eigentlich nur AB, BC und AC und bei den Permutationen gibt es eben auch noch die vertauschten Reihenfolgen. Also, lassen wir es mal durchrennen. So, und dann haben wir es hier stehen, alle Permutationen AB, AC, BA, BC, CA, CB, das passt.
und die drei Fälle nur A, B, A, C und B, C für die Kombination. Und das Schöne ist jetzt eben, wir können hier beliebig noch uns weitere Aussagen dazu schreiben und das funktioniert dann immer noch. Jetzt natürlich deutlich mehr und es sind nur die zwei Permutationen, also nur die Auswahlen von zwei Elementen beziehungsweise zwei Elemente kombinieren und auch hier wieder jeweils ohne Wiederholung. Zum Abschluss dieses Teils wieder eine kleine Übung. Nehmen wir mal an, wir interessieren uns nicht für Permutationen von zwei, sondern von drei Elementen. Dann müssten wir eben drei Vorschleifen verschachteln. Die Preisfrage lautet jetzt, wie muss die korrekte If-Bedingung in Zeile 6 ausschauen? Wie gehabt, auf YouTube Pause drücken, kurz warten, sich überlegen, in Moodle einfach auf nächste Seite klicken, dann kommen Sie zu so einer angekündigten Code-Runner-Aufgabe, wo Sie das direkt live ausprobieren und überprüfen können. Willkommen zurück. Zu prüfen wäre in diesem Fall gewesen, dass x, y und z paarweise verschieden sind. Das geht etwa so, wie auf der Folie gezeigt, dadurch, dass man drei Ungleichheiten prüft, die alle mit einem AND miteinander verknüpft sind. Es geht aber auch noch etwas einfacher und zwar so, wir überprüfen, ob die Menge, die aus x, y und z besteht, genau drei Elemente hat. Kämen nämlich bei x, y, z in der Liste irgendwelche Elemente doppelt vor, würden die beim Umwandeln in eine Menge ja entfernt. Zum Beispiel würde aus a, a, b die Menge a, b werden und die hätte ja nur zwei Elemente, würde also nicht in Output landen. Nun ist das mit diesen verschachtelten Vorschleifen dann aber bei noch größeren Teilmengen keine wirklich praktikable Lösung. Und außerdem könnten wir uns ja für alle Teilmengen unabhängig von der Länge interessieren, also die Potenzmenge finden wollen. Schauen wir uns einmal dieses Problem an. Denn wenn wir die Menge aller Teilmengen, also die Potenzmenge, kennen würden, dann sollte es ja im Anschluss eigentlich relativ leicht möglich sein, daraus zum Beispiel nur die 4 oder 5 oder allgemein n-elementigen Teilmengen herauszufiltern. Unser Code wird dabei folgende Rekursionsidee verwenden. Alle Teilmengen einer Menge mit den Elementen a, b und c entsprechen den Teilmengen, die schon die Menge mit den Elementen a, b gehabt hat. Plus, was kommt hinzu? Noch einmal genau wieder diese Teilmengen, nur dass wir in jede dieser Teilmengen noch das Element c zusätzlich hereingeben. Da wir bei diesem Algorithmus die Teilmengen modifizieren, werden wir allerdings in Python statt mit Mengen mit Listen arbeiten müssen. Da wir Listen von Listen verändern wollen, benötigen wir diesmal zudem das Modul Copy, mit dessen Hilfe tiefe Kopien von Objekten möglich werden. Was eine tiefe Kopie ist, kommt dann gleich noch kurz. Da sowieso jede Menge die leere Menge als Teilmenge enthält, erzeugen wir unsere Liste, Output wieder, und geben zunächst einmal schon die leere Menge als erste Teilmenge bzw. Teilliste herein. Jetzt geht dann die erste Vorschleife los. Für jedes Element von Input erzeugen wir eine tiefe Kopie der bisherigen Menge Output, die nennen wir Kopie. Tiefe Kopie bedeutet, dass die neue Liste Kopie ihrerseits auch wieder Kopien aller Teillisten von Output beinhaltet. Würden wir dort einfach Kopie ist gleich Output hinschreiben, hätten wir eigentlich nur eine neue Bezeichnung zu Output hinzugefügt. Würden wir nämlich danach Kopie verändern, würde das immer auch Output mit verändern. Aber das wollen wir gerade nicht haben, beziehungsweise können wir nicht brauchen. Und auch die andere Option, nämlich zu schreiben, Kopie ist gleich Output.copy, Klammer auf, Klammer zu, das wäre eine flache Kopie, reicht hier nicht. Weil wir ändern ja nicht nur die Liste, sondern wir ändern auch die enthaltenen Teillisten und hätten dann auch das Problem, dass wir, wenn wir eine Teilliste von Kopie verändern, wir damit automatisch auch die Teilliste von Output verändern. Und das wollen wir nicht.
Also wir brauchen wirklich Deep Copy, damit sich der Output gar nicht verändert, wenn wir irgendetwas an Kopie verändern. Jetzt kommt dann die zweite Vorschleife. Wir durchlaufen der Reihe nach alle Elemente, das sind die Teilmengen, die in Kopie drin sind und geben in jede dieser Teilmengen oder Teillisten genau das neue Element von Input herein. Im ersten Durchlauf haben wir bislang nur in Kopie drin und in Output jeweils die leere Menge. Und in Kopie geben wir jetzt in die leere Menge das A herein. Das heißt, in Kopie ist jetzt die Menge enthalten, die das A enthält. Und in Output ist immer noch die leere Menge. Jetzt vereinigen wir Output und Kopie. In Output ist jetzt die leere Menge drin und die Menge, die A enthält. Das sind zusammen aber genau alle Teilmengen der Menge, die A enthält. Beim zweiten Durchlauf behalten wir diese beiden Teilmengen wieder in Output und erzeugen in Kopie wieder Kopien, wo wir in beide bestehenden Mengen das B hereingeben. Dann erhalten wir als neue Teilmengen, also gerade die Menge, die B enthält und die Menge, die A und B enthält. Und wir haben sowieso noch die leere Menge und die Menge, wo das A drin ist. Also passt wieder alles. Das geht jetzt immer so weiter, bis man beim letzten Element angekommen ist, wo man dann alle Teilmengen hat. Das kann man auch rechnerisch eben überschlagen. In jedem Schritt verdoppelt sich hier die Anzahl der Teilmengen. Und wir hatten in der ersten Lektion gelernt, dass das genau passt, weil eine Menge eben genau 2 hoch n Teilmengen hat, wenn sie n Elemente hat. Mit Output Sort über den Key len wird anschließend noch die Liste nach der Länge der Teilmengen umsortiert. Das ist jetzt eher kosmetisch, dient aber auch so ein bisschen zur besseren Übersicht, ob wir wirklich alle Teilmengen erwischt haben. Vielleicht schauen wir uns das auch mal live kurz an. Also Funktion Potenzmenge, hier mal für die Menge, die A, B, C als Elemente enthält. Schauen wir mal. Das schaut gut aus. Leere Menge, die 3 Einzelmengen, die 3 Mengen, wo je 2 kombiniert sind und die Menge mit den 3 Elementen. Und was eben möglich ist, wir können hier sagen, Komma D und lassen das nochmal laufen. Da haben wir erheblich mehr Mengen. Jetzt haben wir A, B, C, D, die mit den Einern, die mit den Zweiern, die ganzen, dann die mit den Dreiern und am Ende die Vierer. Ich kann auch noch mal eine Sache machen. Ich kann mal die Sortierung auskommentieren und lasse das noch mal durchlaufen. Und jetzt sieht man, was passiert. Erst die leere Menge, dann die Menge, die A enthält, dann die, die B enthält, dann A, B, dann C. Da sieht man, wie die entstanden sind. Jetzt kommen alle Mengen, in denen das C dazugegeben wird. Jetzt kommen alle Mengen, in denen das D dazugegeben wird. Und dann sind wir fertig. Und jetzt kommt wieder die kleine Übung für Sie. Nachdem wir die Potenzmenge kennen, sollte es ja eigentlich einfach sein, daraus nur die n-elementigen Mengen herauszufiltern. Ich habe hier schon mal wieder begonnen, eine dazu passende Funktion Teilmengen, Liste, n zu schreiben. Diese Funktion holt sich zunächst einmal alle Teilmengen über unsere vorhin entwickelte Funktion Potenzmenge. Und jetzt müssten Sie bitte wieder nachdenken, YouTube bzw. ausprobieren Moodle, was ist in den Zeilen 5 und 6 einzutragen, damit am Ende nur die Teilmengen mit n Elementen übrig bleiben. Willkommen zurück. Die Antwort auf die letzte Frage war eine einfache if-Abfrage. Wenn die Menge n Elemente hat, geben wir sie in Output herein und sonst eben nicht. Wir schauen auch hier noch kurz, ob das auch wirklich funktioniert. Also wieder unsere Funktion für die Potenzmenge, hier das mit den Teilmengen. Wenn die Länge gleich n ist, soll er das anhängen. Jetzt probieren wir das mal hier für die Potenzmenge für A, B, C, D erzeugen und dann die Teilmengen, wo 3 drin sind, die Teilmengen, wo 4 drin sind und noch ein paar andere Beispiele. Mal durchlaufen, schauen wir mal, ob das hinkommen kann. Die Teilmengen von ABCD mit 3 Elementen, ABC, ABD, ACD und BCD, das sieht gut aus. Die Teilmengen von ABC, die 4 Elemente enthalten, da gibt es keine, deswegen bleibt das hier leer. Die Teilmenge von 1, 2, 3, D
die zwei Teilmengen enthält, ist 1, 2, 1, 3 und 2, 3. Das schaut auch gut aus. Und hier die Teilmenge von 1, 2, 3, die 0 Elemente enthält, da gibt es eine, das ist nämlich die leere Menge, deswegen haben Sie hier doppelte Klammern. Damit wäre auch das geklärt. Zum Abschluss kommen wir noch einmal auf unsere Wahrheitswerte und Wahrheitstafeln zu sprechen. In Python kann man recht einfach eine Wahrheitstabelle erzeugen lassen. Unsere Funktion Wahrheitstafel wird ein String als Input übergeben, der zum Beispiel A und B lauten könnte. Die Funktion soll dann die passende Wahrheitstabelle für diese Und-Aussage erzeugen. Wesentlich sind hier die Zeilen 5 bis 9. Wir erzeugen eine Liste von Wahrheitswerten, da gibt eh nur zwei Stück, True und False. Und jetzt lassen wir sowohl A als auch B diese Wahrheitswerte mit Vorschleifen durchlaufen, sodass eben alle vier Kombinationen wahr und falsch, falsch und falsch vorkommen. C definieren wir als Auswertung des Strings. Also hier wird an dieser Stelle für C dann eingetragen A und B. Und schließlich wird eine Zeile der Wahrheitstabelle gedruckt, die die aktuellen Wahrheitswerte von A, B und C enthält. Was dahinter steht, dieses SEP mit den Slash T und dem geraden Strich dazwischen, das ist wieder eher kosmetisch. Dadurch werden zwischen die Wahrheitswerte Tab-Stops und eine Linie eingefügt. Das sieht dann halt einfach am Ende netter aus. Schauen wir uns das Ganze mal kurz in Aktion an. Hier haben wir unsere Wahrheitstafel. Ich übergebe der hier einmal A und B, da müsste halt die Und-Wahrheitstafel rauskommen. Und ich habe auch noch hier so einen kleinen User-Input eingebaut, wo wir dann nachher auch noch was anderes ausprobieren können. Könnten wir ja zum Beispiel mal sagen, not A or not B. Müsste ja dann auch funktionieren. Also probieren wir es mal aus. So, da ist mal die Wahrheitstafel. A, B und C ist gleich A und B. Und das passt hier genau. Das wird nur dann wahr, wenn A und B wahr sind. Sonst wird das überall falsch. So, jetzt wollte ich hier sagen, not A or not B. So, schauen wir mal, was er da macht. Da sagt er uns, wenn die beiden wahr sind, ist das falsch. Das ist wohl offensichtlich richtig. Wenn eins von beiden, nämlich das B, falsch ist, dann ist die Aussage wahr. Wenn eins von beiden, nämlich das A, falsch ist, ist die Aussage auch wahr. Und weil das ein nicht ausschließendes Oder war, wird das auch wahr, wenn beide falsch sind. Wahrheitstabelle wird also auch hier korrekt angezeigt. Kleinen Nachteil hat die ganze Geschichte noch. Uns fehlt irgendwie noch die Implikation. Aber da können Sie mir sicher aushelfen. Wie muss man eine Funktion, wir nennen die hier mal wenn A, B, definieren, die uns genau die gewohnten Wahrheitswerte der Implikation liefert? So, jetzt ein letztes Mal, selbes Spiel auf YouTube. Video wieder kurz pausieren, nachdenken und dann weiterschauen. Auf Moodle nächste Seite klicken, ausprobieren, prüfen, Abgabe und dann kommen Sie zur Lösung und zum Schluss. Willkommen zur finalen Auflösung. Wenn wir uns viel Mühe machen wollen, nehmen wir für die Implikation die Lösung oben. Wir schauen nach, ob A und B beide wahr sind. Dann wird die Gesamtaussage wahr. Die Aussage wird falsch, falls das A wahr ist, aber das B falsch. Und sie ist immer richtig, wenn das A falsch ist. Wenn man jetzt scharf hinsieht, gibt es eigentlich nur zwei Fälle. Entweder das A ist falsch, dann ist die Aussage sowieso wahr. Und in allen anderen Fällen muss die Aussage B richtig sein. Also können wir unsere Implikation einfach auch so definieren, dass wir sagen, wenn A falsch ist, also nicht A wahr oder not A, oder wenn B wahr ist, also oder B, genau dann ist diese Aussage richtig. Also brauchen wir eigentlich nur zurückgeben, not A or B, und damit hätten wir es genauso definiert. Schauen wir abschließend auch hier nach, ob das auch abbrennt wie geplant und wir das auch tatsächlich
bei unserer Wahrheitstabelle dann als neuen Junktor benutzen können. Um das zu prüfen, habe ich hier gleich mal eine etwas kompliziertere Aussage hingeschrieben, nämlich die Äquivalenz, wenn a, b end wenn b, a. Da sollte jetzt also die Wahrheitstafel der Äquivalenz herauskommen. Wir können aber nachher auch noch mal die einfache Wahrheitstafel wieder über diese User-Eingabe erzeugen lassen. Also probieren wir das mal aus. So, Äquivalenz wird genau dann wahr, wenn beide Teilaussagen wahr sind, also hier A und B sind beide wahr, oder wenn beide falsch sind, sonst wird sie falsch. Das funktioniert also. Und jetzt gebe ich hier unten aber auch noch mal die simple Implikation ein, um auch da die Wahrheitstafel uns nochmal anzeigen zu lassen. So, und das haut auch hin. Die Implikation wird immer wahr, außer das A ist wahr und das B ist falsch. Das kommt also hin. Jetzt schauen wir auch nochmal nach, dass diese Kurzform der Definition, dass die eigentlich auch funktioniert. Ich lösche mal hier die ganze obere Definition heraus. So, das ist die alternative Kurzfassung. Jetzt lasse ich das wieder abbrennen. Und da sehen Sie, an der Implikation hat sich nichts geändert. Was ich jetzt noch mache, ich zeige Ihnen auch mal, dass man das Wenn mit anderen Sachen kombinieren kann. Wir kennen ja zum Beispiel die Kontraposition. Wenn not A, not, falsch, jetzt schreibe ich es genau falsch. Wenn not B, not A, das sollte ja, das A müssen wir auch noch groß machen. Sie merken, es wird hier langsam spät. So, auch das haut hin. Die Kontraposition aus nicht B folgt nicht A hat ja genau dieselbe Wahrheitstafel wie die Implikation. So, und damit haben wir es gepackt. Damit ist die Lektion am Ende. Ich hoffe, Sie konnten ein wenig was Neues erfahren. Wir sehen uns dann wieder bei der dritten regulären Lektion oder bei der dritten Bonuslektion. Ich sage aufs Wiederschauen, Servus und Baba.